Die Corona-Krise ist auch eine Wirtschaftskrise, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Ökonomen fordern jetzt auf Wachstum zu setzen, auch auf Kosten des Klimas. Maya Göpel, die bei mir zu Gast ist, sagt, das ist der falsche Weg. Warum wollen Sie gerade jetzt umsteuern? Also erstens wissen wir natürlich, wenn wir weiter dem Klimawandel fröhlich drauf zulaufen, werden wir noch ganz andere Krisen bekommen als jetzt Corona. Das heißt, das ist eine Kostenfrage, die sollten wir nicht mit reinnehmen in die Rechnung. Und das andere ist, wir können ja auch ganz andere Dinge, nämlich einen Umbau unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität beispielsweise, jetzt mit dem vielen öffentlichen Geld finanzieren. Und das wäre meine Priorität. Es geht um die Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie. Und Sie beginnen mit einem Bild, was vielleicht viele Menschen kennen, ein Bild von Apollo 8. Da sieht man den Earthrise, das heißt das Aufgehen quasi der Erde, als die Astronauten bei Apollo 8 hinter dem Mond die Erde erblicken. Und es ist ein ganz berühmtes Bild geworden. Warum haben Sie das genommen? Im Grunde genommen geht es ja um die Hauptbotschaft, dass es um ein Weiterdenken gehen, also ganz aufklärerische, liberale Agenda zu sagen, wenn sich die Rahmenbedingungen so sehr verändert haben, dann sollten wir auch die Konzepte neu denken. Und die Analogie, die wir da machen, ist, dass die Ideen von endlosem Wachstum, also dass Menschen immer mehr einfach aus dem Planeten rausnehmen können, weil der Planet endlos schien, war im 17., 18., 19. Jahrhundert ja noch eine rationale Geschichte, weil wir einfach nicht mal wussten, da ist irgendwann tatsächlich Ende. Wir haben sehr kolonialistisch erstmal zugegriffen auf die anderen Ressourcen. Und jetzt sagt uns die Wissenschaft auch noch, ups, ihr kippt die Ökosysteme aus der Balance, die eigentlich das Wiederaufbauen dieser Ressourcen ermöglichen. Und das ist ja eine neue Realität, dass wir viele Menschen haben, die sehr stark in ihren Konsumniveaus das aus dem Planeten in Anspruch nehmen, was im Verhältnis zu einem sehr großen, leeren Planet, wenig Menschen, viel Natur, wenig ökonomische Aktivität, eine komplett neue Realität darstellt. Und das hat dieses Bild so deutlich gemacht und ist auch in dem Brundtland-Bericht, der 1987 ja schon gesagt hat, oh, wir müssen jetzt wirklich sehr anders wirtschaften, damit wir Umwelt und Soziales tatsächlich zusammenbekommen, dass das eine ganz neue Realität ist, die eigentlich ein Hinterfragen des Menschenbilds mit sich bringen sollte. Also eine ähnliche Revolution im Denken und im Dinge betrachten wie die kopernikanische Revolution, wo wir gemerkt haben, oh, vielleicht dreht sich die Sonne nicht um uns, sondern die Erde um die Sonne. Kann man wieder als eine Kränkung empfinden, dass wir noch einen weniger wichtig sind. Weil wenn wir das mit den Ökosystemen nicht verstehen, sind wir vielleicht die Spezies, die als nächstes geht irgendwann. Aber man kann auch einen tollen Auftrag begreifen und sagen, das ist doch ein fantastisches, wunderschönes Heimatplanet Erde, aber eben ein Raumschiff Erde. Das hat nun mal Grenzen. Und dann sollten wir die auch akzeptieren und sagen, wie können wir uns hier längerfristig einrichten. Aber dieses berühmte Buch, Die Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren, was ja damals ein Epochenbuch war, hat man in den 70er Jahren das vorhersehen können, was Sie jetzt vor allen Dingen auch beschreiben, also das Problem des Ressourcenverbrauchs? In so einer Größenordnung über so eine Langfristigkeit, eine Modellhaftigkeit zu berechnen, die sagt, wir werden an Probleme kommen, dass wir ökologisch die Zerstörung zu groß wird, wenn wir weiter Ressourcen aus dem Boden holen. Und das ist der weitere richtige Punkt. Es ging um einen materiellen Durchsatz der Ökonomie. BIP ist da echt egal. Das sind alles wirklich Preiserfindungen. Und es ging darum zu verstehen, dass die ökologischen Kosten ja nicht sind, das Öl beispielsweise im Boden drin zu lassen, sondern die begrenzte Ressource ist die Atmosphäre, sprich die regenerativen Ökosysteme. Und das geht uns bei den Erden zum Beispiel auch. Wir haben jetzt kein Problem mit seltenen Erden. Das Problem liegt darin, wenn wir da überall drankommen wollen, dann müssen wir fast die ganze Oberfläche irgendwann platt machen. Das heißt dann aber leider Biodiversität, Wälder weg, Wasserzyklen weg, weil wir das da rauspressen müssen. Bei den Tarsands, also bei den Teersanden, sieht man das ja schon. Der Aufwand, die Kosten, um den Energieträger rauszuholen oder das Erz rauszuholen, was wir dann brauchen in unserer Ökonomie, werden so groß, dass es einfach ein unökonomisches Wachstum ist. Und das ist das ganze Plädoyer. Wir sind mitten in Ihrem Buch, wie Sie das gerade beschreiben. Gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück und gehen wir noch mal an die Situation heran, die wir im Augenblick erleben. Wenn wir uns mal die deutsche Autoindustrie anschauen, Sie haben ja gerade auch von den seltenen Erden gesprochen, wir reden auch über Elektroautos, über Unterstützung für die Autoindustrie, dann haben wir doch genau dieses Dilemma, dieses Problem, was sich stellt, wenn ich auf der einen Seite weiß, ich muss diese Wirtschaft jetzt stützen, ich muss etwas für die Autoindustrie tun, aber auf der anderen Seite ja auch weiß, ich muss es ja allein wegen der Arbeitsplätze schon tun, unterstütze aber im Zweifelsfall einen neuen Konsum, der vielleicht gar nicht nötig ist, weil mein Auto 3 Jahre alt ist. Warum soll ich dann neues kaufen? Sind wir nicht genau in diesem Dilemma drin?
Genau. Also wir nennen das ja Strukturwandel. Den hat es aber auch schon immer gegeben. Und manchmal wird es gefeiert, wenn man Josef Schumpeter und anderen folgt. Die kreative Zerstörung war ja ein Teil des Fortschritts. Aber in dem Moment, wo die kreative Zerstörung stattfindet, werden diejenigen, die sich auf der Seite wähnen, die verlieren, natürlich dagegen wehren. Und das Wichtige ist deshalb aus meiner Perspektive immer, die volkswirtschaftliche Perspektive einzunehmen oder die gesamtgesellschaftliche, weil wir sind ja alle mehr als nur Arbeitnehmerinnen in einem bestimmten Unternehmen. Wir können auch noch mal ein anderes Unternehmen gründen, wenn dieses eben den Beitrag heute nicht mehr leistet. Ich kann meine Produktpalette umbauen. Ich kann ja gucken, wie ich unternehmerisches Handeln einer sich verändernden Realität anpasse. Und genau dafür haben wir in Deutschland ja nun auch Sozialsysteme, also dass niemand auf die Straße fällt. Und ich finde es schon wichtig zu unterscheiden oder zu bemerken, wie da unterschieden wird, die Künstler und die ganzen Kreativen. Bei denen wird gesagt, ja, dann macht doch ALG 1, ist doch jetzt kein Problem, wir haben doch ein Sozialsicherungssystem. Aber wenn es um einen Job in der Autoindustrie geht, wird geschrien, dass das ALG, als gäbe es das nicht. Dabei ist wahrscheinlich das, was monatlich auf dem Konto ankommt, bei denen, die auch vorher aus der Industrie gekommen sind, deutlich höher als bei denen, die vorher schon einen prekären Job gemacht haben, weil die Vergütungsstrukturen in den sozialen und künstlerischen Sektoren schon ziemlich nah unten am Prekariat waren. Und ich will das eine gar nicht bewerten. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass wir da mit unterschiedlichem Maß messen und insgesamt uns ja als Volkswirtschaft gönnen müssen, Übergangsprozesse zu gestalten. Und dafür braucht es aber Prozesse. Und das ist ja das, was so ein Stück weit fehlt. Dann ist es im Zweifelsfall auch eine Frage der Fürsprecher für Branchen. Sie sind im Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, beschäftigen sich also mit dem, was in Zukunft auch passieren könnte. Nun bleiben wir noch mal gerade bei der Autoindustrie, die ja auch ein großes Klimaproblem hat. Jetzt hat die Bundesregierung sich entschieden und hat gesagt, wir wollen E-Autos fördern, aber wir wollen nicht die alten Verbrenner weiter fördern. Ist das denn eine Entscheidung aus Ihrer Sicht, aus ökologischer Sicht, die sinnvoll und gleichzeitig ökonomisch ist? Ja, klar. Also ich finde das auch unehrlich, wenn irgendjemand behauptet aus dem Autokonzern, dass die E-Mobilität aufzuhalten sei. Und deshalb ist es eigentlich ein Retardieren von etwas, von dem man weiß, dass es schon kommt. Und dann kann ich mir auch fragen, ja, sollte ich nicht jetzt lieber im Grunde genommen vielleicht Kurzarbeitergeld weiter auszahlen, erstmal für die Person und sagen, sie haben jetzt ein Recht auf Weiterbildung, ein Recht auf Umschulung. Wir gucken mal, was in dem Cluster, meinetwegen um Wolfsburg herum, eventuell an alternativen Dingen für Ladestationen oder andere Formen der erneuerbaren Energien ja auch hergestellt werden könnte. Wir haben ja in der Corona-Krise schon gesehen, dass auf einmal Produktionsstätten auch Masken oder andere Sachen produzieren konnten. Das heißt, das meine ich ja mit dem Unternehmertum, einfach auch zu antizipieren, was sind die zukünftigen Märkte, was sind die zukünftigen Jobs und Menschen mitzunehmen und ihnen die Übergänge leichter zu machen oder sie auch mal zu fragen. Das vergessen wir auch immer. Also im Februar gab es erst große Umfragen, wie viele Menschen eigentlich richtig Lust hätten, noch mal was ganz anderes zu machen. Aber wenn dann das natürlich sich so anfühlt, als würde ich transformiert und als würde ich aussortiert, dann ist das natürlich was, was Angst macht. Und wenn ich aber gleichzeitig viel mehr involviert werde und gefragt werde, okay, was wäre denn etwas, was dich nochmal interessiert? Und das meine ich mit den Prozessen. Da gibt es eine ganze Forschung dazu, die sich da Just Transition nennt. Und die haben wir im Kohlebereich gehabt. Da gibt es auf der EU im Green Deal ja auch einen Fördertopf dafür. Wirklich Just Transition Governance. Also wie organisiere ich diese Prozesse, dass die Menschen, die betroffen sind, mit involviert werden in der Gestaltung der Übergänge? Das haben wir zu wenig bisher gemacht. Jetzt kann ich mir vorstellen, auf europäischer Ebene gibt es Konzepte, auch eine realistische Chance, so etwas umzusetzen. Aber schauen wir mal auf eine Situation während der Corona-Krise. Da waren die Fabrikhallen in Bangladesch leer. Sie haben kritisiert in dem Buch, dass die Menschen in Deutschland zum Beispiel Billigkleidung kaufen. Zum Teil wird die verfeuert, weil man gar nicht weiß, was man mit der machen soll. Aber wir finanzieren Arbeiterinnen etwa in Bangladesch damit. Und während der Corona-Krise wurde kein Textil verkauft und die Werkshallen waren leer. Die haben kein Geld mehr verdient. Da haben wir ja auch eine Verantwortung für. Ja, wir haben vor allem die Verantwortung dafür, dass die Strukturen so geworden sind, wie sie jetzt sind, dass nämlich viele Länder sehr abhängig sind von ihrem Export. Das war ja eine Art der Globalisierung, wie Globalisierung gedacht wurde und dann eben auch von den Institutionen, Weltbank oder Internationaler Währungsfonds, durch Kreditvergabe und Konditionen, wie sich in diesen Ländern eben ein Strukturwandel vollziehen sollte. In anderen Ländern fällt uns der leichter, haben wir auch innerhalb der Europäischen Union schon irgendwann wahrgenommen. Und dann sind dadurch eben sehr weltmarktabhängige Systeme im Grunde genommen entstanden. Und da gibt es schon länger von den Vereinten Nationen, von der Abteilung, die sich mit internationalem Handel und Arbeitsteilung beschäftigt, die Studien entstanden, die gezeigt haben, wie unheimlich verletzlich das dann diese Volkswirtschaften macht.
Und das heißt, ich kann im Endeffekt auch da ja sagen, wenn wir jetzt über Resilienz sprechen und über Wertschöpfungsketten, die genau weniger also anfällig sind. Ja. Exakt. Ne? Dass nicht in dem Moment, wo ein Exportstopp stattfindet, eine ganze Branche zusammenbricht, kann ich natürlich auch wieder Übergangsprogramme überlegen, die durch den IWF auch kofinanziert werden könnten, durch die Weltbank, die genau dort in den Ländern auch wieder eine Re-Regionalisierung oder eine Binnennachfrage, würden wir das hier jetzt nennen, mit sich bringt. Und typischerweise habe ich dann auch eine Aufwärtsspirale zwischen besseren Löhnen, weil dann entsteht höhere Kaufkraft und damit ist es für Unternehmen wiederum interessant, weil sie dann natürlich andere Produkte absetzen können. Das heißt, es hat tatsächlich auch einen Entwicklungsimpetus, wenn man ein Stück weit wenigstens wieder re-regionalisiert. Braucht die Übergangsphase. Aber so eine Brennglas-Situation hatten wir jetzt beim Fleischskandal bei Tönnies. Da sehen wir, dass die Abhängigkeit der Arbeiter extrem hoch ist, weil sie in ihre osteuropäischen Familien das Geld in irgendeiner Weise einbringen müssen und dann auch unter prekären Verhältnissen bereit sind zu arbeiten. Das verschafft zwar der deutschen Firma Milliardengewinne, finanziert aber ja auf der anderen Seite auch die Familien in Rumänien, Bulgarien, wo auch immer. Wie löst man diesen Konflikt auf? Ja, ich kann... Also es sind ja Dynamiken, ne? Dynamische Entwicklungen. Und ich kann entweder, wir nennen das dann positive Feedback-Schleife, das heißt aber nicht normativ, positiv oder negativ, das heißt erstmal beschleunigen. Das heißt, ich kann sagen, wir müssen das so machen, weil immerhin geht es denen dann besser. Oder ich kann natürlich auch überlegen, das ist für uns ja nun auch eine Abwärtsspirale. Also wenn das Arbeitskonditionen sind, die wir in diesem Land akzeptieren wollen, dann frage ich mich, was da richtig ist. Also entweder entscheide ich mich dann, vernünftige Arbeitsplätze anzubieten für die Menschen aus Osteuropa, aber nicht unsere eigenen Standards wirklich komplett über den Jordan zu schmeißen und dann natürlich davon zu profitieren in dem Ausmaß, wie Sie es beschrieben haben. Also dann wünsche ich mir eine Integrität. Dann sollen die Menschen, die nicht in Deutschland wohnen, bitte auch eine ähnliche, wenn sie sich hier verdingen, auch eine ähnliche Grundlage für ihre Tätigkeit eben vorfinden. Das wäre so das eine, was ich diesen Argumenten gerne entgegenstellen würde. Und das andere ist natürlich zu überlegen, ja, wir haben mit der Europäischen Union einen Auftrag der Kohäsion, sprich wir wollen ja Lebensstandards angleichen. Und dann schaue ich natürlich, was sind Kaufkraftparitäten, die sind auch unterschiedlich, deshalb ganz die gleichen Löhne kann ich ja auch im Grunde genommen nicht dort einfordern, wenn da die Miete was ganz anderes als hier. Aber wie schaffen wir insgesamt Lebensstandards ein Stück weit anzugleichen? Und welche Investitionen braucht es vielleicht da eben auch vor Ort? Also man kann so versuchen, die Aufwärtsspirale zu suchen oder man kann sich in eine Abwärtsspirale ergeben. Und das ist ganz viel politische Entscheidung und politischer Wille. Warum ist bei Ihnen das Engagement für diese Durchdringung von ökonomischer Welt und Ökologie und Ökonomie so ausgeprägt? Ist das ein Resultat Ihrer Erziehung, Ihrer Kindheit? Sie haben mal geschrieben, Sie sind quasi als Hippie-Mädchen oder in einer Art Hippie-Familie groß geworden, zumindest was die Nachbarn in dem Dorf meine armen Eltern, die waren doch Ärzte, Rechtschaffende. nein, also im Prinzip, es sind halt eine 68er-Generation, die uns großgezogen hat. Und es gab viele Überlegungen, wie man Dinge anders machen kann. Und eine dazu, die dazu gehörte, war natürlich, sich der ökologischen Frage auch zu widmen. Also bei den Ärzten ging es über die Atomkraft, weil sie einfach wissen, was das mit menschlichen Körpern tun kann, wenn es da zu Unfällen kommt. Aber es ging dann eben auch breiter. Und dieser Zusammenhang zwischen Sozialen und Ökologie kam dann sehr stark und beim Klimawandel auch. Und als ich angefangen habe, ökonomisch nachzudenken und mir zu versuchen zu erschließen, wieso die Ökonomie so wenig Rücksicht nimmt auf die Umwelt, weil es ist ja, der Befund ist ja da, dann ist mir eben aufgefallen, wie wenig Natur in den ganzen ökonomischen Modellen und Erzählungen überhaupt vorkommt, sodass wir eben immer noch Wachstum messen, obwohl wir eine radikale Schadschöpfung machen. Also wir haben einen fantastischen Bioreaktor geerbt, der uns 150 Milliarden pro Jahr allein die Bestäubung übernimmt. Wenn wir das selber kreieren müssten, würde uns das so viel kosten. Und wir müssten Roboterbienen oder andere Alternativen selber erfinden. Das heißt, wir müssten technologisch uns da durchwuseln mit Investitionen und Kosten. Und dann wären die hoch anfällig, anstatt zu sagen, das funktioniert wie eine Eins. Wir lassen das einfach mal in Ruhe, wir schützen das jetzt mal und bezahlen vielleicht dafür, dass sich auch Menschen darum kümmern dürfen, dass Blühstreifen, dass Biodiversität etc. in unserer Landwirtschaft, weniger Pestizide, dass die Insekten einfach erhalten werden. Und das ist ja genau das. Wir haben eine wahnsinnige Wertschöpfung, die uns die Natur einfach schenkt.
Und ein weitgehender Teil der ökonomischen Bilanzen ist dazu völlig blind, sondern im Zweifel kann ich Geld damit verdienen, wenn ich nach einem großen Unfall mit Öl etc. dann eben das Öl wegkratzen muss, weil jemand bezahlt werden muss. Das messen wir dann als Wachstum. Aber ist das dann nicht eher ein psychologisches Problem? Das heißt, Sie beschreiben ja den Menschen als ein Naturwesen, der lebt in der Natur. Und jetzt reden wir schon von einer Umwelt, also einer Naturwelt, die um uns herum ist. Ist dann nicht psychologisch etwas schiefgelaufen? Genau, und das wäre ja dieses Update des menschlichen Selbstverständnisses. Und da hat uns jetzt Corona ja auch sehr geholfen. Ne? Also wir sind ziemlich deutlich wieder biologische Wesen geworden, weil wir alle Virenträgerinnen waren. Und im Prinzip ist es auch übergesprungen aus der Natur auf uns Menschen. Und wir haben gemerkt, oh, wenn die Nahrungsmittelversorgung nachlässt, das ist das, was uns als erstes nahe geht. Also in Krisenmomenten merken wir ja sehr schnell, was wir wirklich brauchen. Und dann kam die Frage mit den systemrelevanten Jobs. Also es war ja eigentlich ein wunderbares Durchbrechen. Also wunderbar ist natürlich ein schlimmer Begriff in dem Kontext, aber ein Durchbrechen der Routinen, die uns auch so blind haben werden lassen zu dem, was wirklich wichtig ist und was wir kontinuierlich erodieren lassen in der Art und Weise, wie wir jetzt gewohnt sind, eben zu arbeiten und zu produzieren. Und dieses Korrigieren kann ja gleichzeitig eine total sinnvolle Wachstumsagenda werden, wenn wir sagen, wir möchten die Ökosysteme wieder wachsen lassen, sodass sie sicher sind. Wir möchten eben dekarbonisieren, damit die Atmosphäre stabil bleiben kann. Wir möchten wieder mehr Menschen im Pflege- und Bildungsbereich beschäftigen können, damit sich die Versorgung, also wieder anwächst, die Versorgungssicherheit auf dem ganz sozialen Bereich. Das heißt, wenn wir anfangen zu sagen, was wir gerne möchten, was entsteht in einer Gesellschaft, was wachsen soll und was dafür schrumpfen muss, dann können wir die ökonomischen Instrumente, die Investitionen, die Bilanzen und im Zweifel dann eben auch das, was hinterm BIP steckt, wieder mit dem übereinstimmen oder übereinbringen, was wir gerne hätten, was entstehen soll in unserer Gesellschaft. Und das ist doch eigentlich eine total tolle Aufgabe. Da müsste sich die Ökonomie jetzt aber hinsetzen und sagen, wo müssen wir eigentlich überall korrigieren, an welchen Bilanzen, an welchen Indikatoren und so weiter. Aber sind Sie sicher, dass jemand in einem Entwicklungsland sagt, ja, ich denke da mal gerne mit. Sind Sie sicher, dass jemand, der in einem solchen Land lebt und arm ist und eigentlich nicht weiß, wie er den nächsten und übernächsten Tag finanzieren soll für die Familie, sich diesem Gedanken nähern kann? Also ist da nicht die Diskrepanz zwischen unserer Diskussion über so etwas in der ersten Welt und der Lage in der dritten Welt und der Menschen, die in Armut leben, nicht eine riesige Diskrepanz, die wir nicht auffüllen können? In der Lebensrealität von wirklich armen Menschen, die immer noch sehr von der Subsistenz leben, also wirklich von dem, was die Natur ihnen bereitstellt, ist die Verbindung zwischen sozialem und ökologischem einfach evident jeden Tag da. Wenn die Dürre das zerstört, was meine kleine Quadratmeterzahl war, von der ich mich ernährt habe, dann ist Ende. Und ich habe kein Sozialsystem. Das heißt, es geht eher darum, da fehlt das Bewusstsein gar nicht, sondern es fehlt vielleicht die Information, wie kann ich mich klimaresilient umstellen in der Art, wie ich das Land bewirtschafte. Und es fehlt natürlich die finanzielle Unterstützung, dann auch entsprechend tätig werden zu können. Aber da gibt es unheimlich viele Programme, wie wir da zum Beispiel Big Data und Informationen und Mobiltelefone etc. so benutzen können, dass wir im Grunde genommen die Menschen, die sehr gut wissen, was passiert, wenn das Ökologische ihnen unter den Füßen wegbricht, so zu befähigen, das weiter zu erhalten und es an Veränderungen aus dem Klimabereich anzupassen. Deshalb, ich finde das ganz falsch, aus der Perspektive zu schauen, sondern es geht wirklich einfach darum zu verhindern, dass den Menschen nichts anderes übrig bleibt, als Sachen abzubrennen, weil sie gar nicht anders sich ernähren können. Es hat immer, wenn eine treibende Kraft, die aus einer, ja, einer Mangelerscheinung auf der alternativen Seite entsteht und überhaupt nicht aus dem, dass das dort nicht vermittelbar wäre oder nicht unmittelbar einsichtig. Aber bei denen es auf den Nägeln brennt, ist ja auch die ökologische Situation in Zweifel eine sehr viel schlechtere als bei uns. Wir haben ja das große Glück, wie auch immer, dass wir in Regionen leben, bei denen die Schwierigkeiten der Umwelt noch nicht ganz so augenfällig sind, wie etwa in Ländern, wo die ökologische Lage sehr, sehr brenzlig ist und schwierig ist. Wie kriegt man denn da einen Ausgleich? Wir haben keine Weltregierung. Also wer soll im Prinzip vorgeben, wie wir diesen Weg beschreiten sollen? Naja, vorgeben, also im Prinzip braucht es bestimmte Richtungen, die wir versuchen aus der Wissenschaft anzubieten. Und wir haben ja auch bestimmte globale Vereinbarungen, wie jetzt die Nachhaltigkeitsziele. Ja, aber Kyoto und Paris hat doch nicht wirklich funktioniert. Das schreiben Sie auch in dem Buch. Also das ist eine nette Vereinbarung. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Messwerte sehen, der Emissionen, dann hat das nicht wirklich viel ausgemacht.
Gut, wir haben die Möglichkeit, einerseits natürlich durch internationale Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass dort in Ländern, wo noch viel Infrastruktur beispielsweise entsteht oder ein Energiesystem erst noch aufgebaut werden muss, dass nicht der Weg durch die Kohle gelaufen wird. Jetzt haben wir ja gerade einen Zuwachs von 38% Investitionen oder Subventionen für fossile Energien gehabt. Das ist natürlich eine ziemlich irre Entwicklung. Die sollte man mit einem politischen Entscheid oder eben auch zunehmend mit den Finanzmärkten versuchen zu korrigieren, weil eigentlich ja so direkt rein ökonomisch betrachtet inzwischen die Erneuerbaren im Vorteil werden. Aber wenn wir weiter subventionieren, können wir die Transformation natürlich aufhalten und die Marktkräfte hindern. Das wäre Art 1, dass man wirklich sagt, das Energiesystem muss erneuerbar sein. Das Zweite ist wirklich zu sagen, wir brauchen regenerativen Umgang mit Land. Wir versuchen Biodiversität, Nahrung, Energieversorgung und Wohnraum im Grunde genommen auf den Quadratmeter besser wieder zu vereinen. Und da sind dann eben andere Formen, nicht die grüne Revolution. Das war keine grüne Revolution, sondern eine braune Revolution, weil wir unheimlich energieintensiv, wir brauchen immer Diesel, wir brauchen immer große Maschinen, angefangen haben, eben die Landflächen zu beackern. Und dann haben wir Ertrag gemessen in der Tonne Reis. Aber ein Ertrag von einem Quadratmeter Land hat eben auch Wasserspeicher, hat CO2-Speicher, hat Biodiversität. Also wenn wir anfangen, das alles wieder einzupreisen, und das sind die globalen Gemeingüter. Das heißt, wir sind ja abhängig davon, dass in den Ländern, wir sind ja ganz ressourcenarm in Deutschland, einmal für die Rohstoffe, aber auch in der Fläche, die wir für uns in Anspruch nehmen. Das heißt, wir haben ein eigenes Interesse daran, dort Geld hinzugeben für den Schutz dieser Ökosysteme. Das war ja die ganze Debatte über den Amazonas. Wenn Bolsonaro sagt, ciao, mach ich platt, dann haben wir genauso ein Problem wie er. Ja, aber wir können nicht einwirken. Wir können Bolsonaro, der sich in diesen Dingen nicht reinreden lassen will, können wir empfehlen, den Amazonas nicht weiter abzuholzen. Nein, das stimmt ja nicht. Wir können ja mal ehrlich sein und Handelsabkommen nicht wie ein Mercosur einfach so unterschreiben, sondern da ernsthafte Nachhaltigkeitsklauseln reingeben. Immerhin die Supermarktketten aus England haben sich aufgebäumt und haben gesagt, wir nehmen euer Zeug nicht mehr ab, wenn du nicht aufhörst. Natürlich haben wir Möglichkeiten, dagegen zu halten. Der macht das ja nicht aus Spaß. Irgendwer muss ihm das ja bezahlen, was danach an Ressourcen im Weltmarkt verkauft wird. Da sind wir doch alle mit dabei an einem Tisch. Also dann liegt es nicht daran, dass wir nicht wissen, was wir tun sollten, sondern dass wir es nicht tun. Ja, wir brauchen einfach den politischen Mut zu sagen, es braucht wirklich ganz andere Formen der internationalen Zusammenarbeit und Kooperation, die sich darauf fokussiert, wie schaffen wir das? Die UN-Dekade der Regeneration, Restauration der Ökosysteme ist jetzt gerade angebrochen. Welche Form der internationalen Zusammenarbeit, aber auch welche Anpassung, meinetwegen der europäischen Agrarpolitik etc. brauchen wir, damit das Wachstum endlich wieder da stattfinden kann, wo die Ressourcen für uns angelandet sind? Im wahrsten Sinne von Land. Sie beschreiben in Ihrem Buch, habe ich eben gesagt, so eine Tour d'horizon, also einen Überblick über all das, was geschehen ist und was passiert und wie man es ändern könnte. Sie haben zwei Töchter. Sind Sie einigermaßen zuversichtlich, dass die in einer Welt aufwachsen, in der es besser wird, was die Ökologie und die Ökonomie in ihrer Vereinbarung betrifft? Naja, also ich finde, wenn man so die Fahrtabhängigkeiten sich anschaut und wie es gerade läuft, dann ist es eher so der Pessimismus des Intellekts und der Optimismus des Willens. Aber das, was mir wahnsinnig viel Mut macht im Moment, ist ja auch, was ich an E-Mails bekomme, jeden Tag auf das Buch hin. Wie viele Menschen sagen, wir sehen, dass wir was wirklich anders machen müssen. Wir wollen beitragen, ich mache jetzt dieses, ich mache jenes. Und wirklich außerhalb der typisch Verdächtigen. Das kommt von den konservativen Unternehmern, das kommt von den Ingenieuren, das kommt von denen, die das Bildungssystem revolutionieren wollen. Deshalb, ich glaube wirklich, wir sind an einem Kipppunkt, nicht nur, dass wir uns bei den Ökosystemen dem nähern, sondern der soziale Kipppunkt, wo so offensichtlich auf dem Tisch liegt, dass das, was wir bisher gemacht haben, nicht das Szenario ist, was Zukunft gut aussehen lässt. Also jede Studie, wo Nachhaltigkeit irgendeine Rolle spielt, sagt ja, Business as usual ist leider das Szenario, was keine gute Zukunft verspricht. Und trotzdem müssen sich alle Alternativen immer rechtfertigen, die Business as usual verändern wollen, auf den Indikatoren, die uns in diese Weltrisikogesellschaft reingefahren haben. Und das ist ja die Einladung aus der Wissenschaft zu sagen, hey, wenn wir die Indikatoren ändern, wenn wir Big Data jetzt dafür benutzen und nicht nur Geld messen, sondern sagen, wir gucken jetzt wirklich rein, wie die Ökosysteme funktionieren. Wir fangen jetzt wirklich an, Regeneration in unseren Tätigkeiten. Es braucht ein bisschen, 7, 9 Jahre, bis sich dann die Kreisläufe wieder aufgebaut haben. Aber dafür können wir diese neuen Techniken ja wirklich nutzen. Wir können auch überlegen, wie wir dann eben soziale Gerechtigkeit und soziale Prozesse auch ein Stück weit anders kalibrieren. Also jetzt ist das Jahrhundert, wo wir ganz andere Indikatoren brauchen, die sich aus der Sozialwissenschaft und aus der Naturwissenschaft speisen und nicht nur in diesem Abstraktum der monetären
bewerte, ohne dass irgendwer sich dafür rechtfertigt, was ist meine Bewertung da drin gewesen? Was ist der Preis, den ich draufgeklebt habe dafür, dass diese ganzen Bäume zerstört werden dürfen? Wie viel, sage ich, darf es kosten, Menschenleben zu retten? Warum dürfen große Ernährungskonzerne weiterhin systematisch Lebensmittel in den Markt drücken, wo zu viel Zucker, zu viel Fett drin ist? Warum schreien wir weiter, dass Fleisch so billig sein muss, selbst wenn alle doppelt so viel Fleisch essen, wie es für unsere Gesundheit gut wäre? Und warum ist es ein Verbot, wenn wir sagen, wir möchten die Gesundheitskosten für die gesamte Gesellschaft reduzieren, wir möchten Menschen eine gesunde Ernährung bieten? Also da müssen wir doch mal auf, und das ist ja auch die aufklärerische Seite, deshalb ich freue mich so wahnsinnig, dass so Rückmeldung aus dem konservativen, liberalen Lager kommt. Und das ist ja es war immer eine Umweltfrage und dann war das irgendwie so parteipolitisch sehr geparkt auf einer Seite. Und für mich ist das die ganz große Hoffnung. Gutes Unternehmertum möchte klar sehen, ob ich ökonomisch oder unökonomisch wirtschafte, ob ich zukünftig Risiken habe oder nicht. Eine liberale Gesellschaft, die sich der Aufklärung und der Freiheit verschrieben hat, muss doch auch Verantwortung dafür übernehmen, was die Konsequenzen meiner Entscheidungen sind. Und der Wissensstand ist so klar heute, dass ich nicht einfach nur schreien kann, ihr wollt mir was verbieten. Der Wissensstand ist sicherlich, wenn man sich Ihren Thesen annähert, nach dem Lesen Ihres Buches sehr viel höher. Das ist keine Frage. Trotzdem reden wir oder haben Sie jetzt gerade geredet über politisch Verantwortliche, unternehmerisch Verantwortliche. Wenn wir aber zum Beispiel den Fleischskandal sehen, dann werden wir möglicherweise schon bald wieder die ganz billige Packung von Gehacktem im Supermarkt sehen. Und die Leute schauen auch da wieder auf den Preis. Also es liegt doch auch an jedem Einzelnen. Genau. Aber wir haben ja mehrere Rollen in der Gesellschaft, ne? Also ich kann ja erst mal anfangen, überhaupt drüber zu sprechen. Zu sagen, oh ja, habe ich eingesehen, ist nicht gut. Und beim einen wird es heute am Budget schwierig sein, ökologische Lebensmittel einzukaufen, weil das einfach mit Hartz IV eine Herausforderung wird. Ich kann mich aber gleichzeitig politisch einbringen und dann sagen, ich nehme jetzt meine Stimme als Bürgerin und Bürger und mische mich ein und sage, wir möchten die Rahmenbedingungen verändern, weil dann werden nachhaltige Lebensmittel zum Standard irgendwann, anstatt dass wir diese Form von Produktion noch weiter tolerieren. Und wenn dann die Preise steigen, wird auch die Berechnung für einen Hartz-IV-Satz steigen. Oder wir sagen, hey, jetzt passt doch endlich mal die Mindestlöhne an. Gibt es viele Gründe für, inklusive, dass Menschen sich eine Rente leisten sollten und Deutschland bei der OECD nicht hinterherkommt mit der Anpassung. Dann können Menschen aus diesem Haushaltsbudget auch nachhaltigere Produkte kaufen. Und deshalb ist ja die ganze Einladung in dem Buch, nicht immer nur nach einer Silver Bullet zu suchen, nach einem Mechanismus, sondern wirklich systemisch drüber nachzudenken, wenn ein Problem da ist, was sind die Treiber? Und was sind die Konsequenzen und an welchen Punkten kann ich überall intervenieren? Und wir wollen die Aufwärtsspirale. Dann müssen eigentlich alle Menschen diesen Blick, diesen Earth-Rise-Blick sehen auf die Erde und begreifen, das ist die einzige, die wir haben. Das sagen die Astronauten ja auch selber immer wieder. Ihnen ist das auch mal diesem Augenblick besonders klar geworden, als Sie auf die Erde geblickt haben. Aber ich muss einen Begriff von Ihnen noch mal aufnehmen, nämlich den fiesen Montag. Die Frage ist nämlich, Sie beschreiben den fiesen Montag als den Tag, an dem man mit tollen Gedanken aus dem Wochenende montags wieder zur Arbeit geht. Man hat fantastische Vorstellungen, kreative Gedanken und dann kommt man in ein Büro und in eine Organisation und merkt, oh, das lässt sich gar nicht so durchsetzen und ist frustriert. Ist das der erste Schritt? Und im Zweifel, auch nach dem, was wir jetzt besprochen haben und nach Corona, der zweite Schritt, der Dienstag, an dem man diese Ambitionen alle wieder verloren hat und aufgibt, vergessen hat möglicherweise? Nein, also in dem Buch, was ich da vorgeschrieben habe, das ist ja mehr wissenschaftlich gewesen, habe ich das den radikalen Inkrementalismus genannt. Da sehen Sie schon, wie die Fachwörter immer strubbeln. Ja. Genau. Aber da ging es nämlich auch darum, auch in dem Buch ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich versucht habe, die Extrempositionen, die immer so gegeneinander in Stellung gebracht werden, mal so ein bisschen aufzudröseln. Und das gibt es in der Forschung auch. Entweder man muss radikalen Wandel fordern oder eben so ein bisschen Reform. Und die einen sagen, mit Reform kommen wir nie dahin. Und die anderen sagen, oh, die Radikalinskis wollen ja gleich Kommunismus oder so. Ne? Naja, sie sind ja auch immer wieder beschimpft worden als Öko-Nazi, unter Manche anderem. Manche lassen sich nichts nehmen. Ja. Aber es geht doch einfach darum, wenn wir auf die Muster schauen, die wir heute haben, zum Beispiel Marktwirtschaft. In vielen Bereichen sind wir weit davon entfernt. Und dann wird immer noch für den freien Markt argumentiert. Und eigentlich haben wir oligopolistische Strukturen, wo einzelne Konzerne wirklich so eine Macht gewonnen haben, dass da mit Angebot und Nachfrage und mit freie Vertragsfindung zwischen Gleichen und sowas, all das, was dieser Grundlage einer unsichtbaren Hand im Markt ja zugrunde liegt, gar nicht mehr gegeben ist. Und genau deshalb ist diese radikale Vision, wie es anders gehen kann, mit den vielen kleinen Schritten,
die wir auf dem Weg dahin brauchen, das, was wir verheiraten sollten. Und dann heißt das, ich bemühe mich jeden Tag, wieder eine neue Variante zu finden. Und das passiert, wenn ich irgendwann tatsächlich angefangen habe, die Welt anders zu sehen. Dann komme ich nämlich nicht mehr so leicht zurück zu dem, mir selber schönreden zu können, dass das super ist, was ich mache. Im Moment haben wir ja den ganz spannenden Moment, dass wir, wenn wir wertkonservativ sein wollen, also wirklich sagen, einige Werte werden nicht verraten, dann muss ich jetzt sehr schnell strukturkreativ werden, also wirklich Geschäftsmodelle umbauen, wirklich eine andere Form des Produzierens finden, auch meinen Konsum anpassen. Weil was das Phänomen, was wir haben, ist, wir arbeiten sehr strukturkonservativ und werden sehr kreativ mit dem, wie wir unsere Werte eigentlich umformulieren müssen und wo wir wegblenden müssen, wo wir hingucken, damit wir das noch rechtfertigen können. Aber da glaube ich einfach an das menschliche Potenzial. Und da glaube ich als Wissenschaftlerin, muss ich das ja auch, daran, dass Wissen schaffen natürlich uns in die Möglichkeit versetzt, jeden Tag ein bisschen diese kleinen Schritte in Richtung der wirklich dann radikal anderen Vision auch selber beitragen zu können. Also dann letztlich doch optimistisch. Es gibt einen schönen Satz von Robert Kennedy, den Sie im Buch zitieren. Der heißt, das Bruttoinlandsprodukt misst alles außer dem, was mein Leben wirklich lebenswert macht. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Dankeschön. Ich danke Ihnen.